Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 18. März. Heute haben wir dabei YouTube, WhatsApp, iPad Pro, TikTok und Epic. Beginnen tun wir mit YouTube. Die haben nämlich jetzt eine neue Funktion eingeführt oder führen jetzt eine neue Funktion ein und die heißt Checks und das betrifft den Upload-Prozess, also ist halt für Creator, also wenn ihr YouTube guckt, ist es für euch irrelevant, aber wenn ihr auf YouTube selber veröffentlicht, dann wird der Upload jetzt auch automatisch auf potenzielle Urheberrechtsansprüche sowie auf Einschränkungen bei der Anzeigeneignung geprüft. Also die Monetarisierung wurde eh schon immer geprüft. Also schon immer bedeutet, es war schon vorhanden. Jetzt wird also direkt geprüft, ob es eventuell zu anderen Problemen kommen könnte. Und selbst wenn es durchgeht, kann das trotz allem natürlich immer noch weiter passieren. Aber so möchte YouTube wahrscheinlich einfach schon vorneweg ein bisschen eindämmen, dass es zu viele Einsprüche gibt. Nächstes Thema, WhatsApp. Die haben jetzt äh, angekündigt, dass sie iOS 10 voraussetzen werden. Also es gibt keine WhatsApp-Unterstützung mehr für alte iOS Versionen. Ist meiner Meinung nach auch vernünftig und ja, nicht mehr so viele werden äh, nicht iOS 10 installieren können. Das würde zum Beispiel auf Menschen zutreffen, die noch ein iPhone 4S verwenden. Und ich glaube, das ist auch sehr übersichtlich und auch schon aus anderen Gründen sollte man sich vielleicht auch ein moderneres Endgerät zulegen. Nächstes Thema, iPad Pro. Ja, ähm, ein Apple-Event im März wird immer unwahrscheinlicher, wahrscheinlich wird es im April soweit sein. Und wir rechnen wie jedes Jahr ähm, eigentlich mit neuen iPad-Modellen, also iPad iPad normal, iPad mini, iPad pro, was auch immer. Anscheinend verdichten sich jetzt äh, wirklich die Informationen, dass es eben dieses Update geben wird für diverse Geräte. Und besonders beim iPad pro, jetzt mal jenseits von schöner, schneller, schlanker, ähm, gibt es auch ein Paar andere Features, logischerweise wahrscheinlich auch eine neue Kamera wieder. Aber es wird auch ein Mini-LED-Display für bessere Kontraste und Helligkeit eingesetzt. Aber am interessantesten ist eventuell, dass sich was am Anschluss ändert. Der wird zwar immer noch wie so ein USB-C-Anschluss aussehen, wird aber den Standard für die Datenübertragung von USB auf Thunderbolt setzen und damit dann auch entsprechend schneller sein. Ist ja auch ein Pro. TikTok. Die haben jetzt angekündigt, dass ab 14. April nur noch personalisierte Werbung äh, ausgespielt wird und das dann auch verpflichtend ist, dass man das akzeptiert. Also man kann immer noch rausopten aus ähm, dem Fakt, dass die Daten und das Tracking also weitergeht. Aber innerhalb von TikTok selber die Werbung, die wird natürlich bleiben. Die müssen ja auch Geld verdienen und da gibt es nicht mehr die Möglichkeit, sich auf generelle Werbung Einzulassen, sondern es wird nur noch personalisiert. Das ist bei anderen Diensten übrigens auch nicht anders. Die hatten oft die Option gar nicht, wie zum Beispiel Twitter oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und letztes Thema für heute, der Epic Game Store. Der wird ein bisschen aufgemotzt in Sachen Social Features und Funktionen. Da will man wohl ein bisschen aufholen zur großen Konkurrenz von Steam. Und was wird es da geben? Es wird Player-Cards geben, dass man ganz genau weiß, mit wem hat man es da zu tun als Freund. Was macht er gerade? Ist er beschäftigt? Und wie gesagt, wer ist es überhaupt? Und es wird auch ein Partysystem geben. Und das klingt auf den ersten Blick so ein bisschen wie Discord. Also es wird einen zusätzlichen Text- und Voice-Chat-Modus geben, wenn man da spielt. Ja. Gucken wir mal. Ähm was daraus wird, wann das kommt. Also es ist angekündigt, aber wann genau, wissen wir noch nicht. Und dann viel Spaß beim Spielen. Ansonsten wünsche ich euch einen großartigen Donnerstag. Es geht aufs Wochenende zu, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.